Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Nordfriesischen Marsch vielfach. Das müsste die Donnerstagsfolge sein. Einen wunderschönen guten Morgen, grüße euch, hallöchen. So, wir bringen gerade noch mal ein bisschen, oder nicht wieder, wir bringen ein bisschen Körnermais zur Saatgutproduktion, weil die hat angerufen, kein Körnermais mehr da, von dem her. Ah, bleib stehen. Das machen wir mal ganz schnell mit dem, ne, dem Kollegen hier, von dem her. Tipptopp, tipptopp. So, ja, es sieht immer so ein bisschen komisch aus, aber unterm Strich funktioniert's. Was ist, der holt Schweinefutter. Gut. Freut mich. Funktioniert. Hier haben wir eine Arbeit beendet. Auch gut, weil dann können wir gleich aufs nächste Feld rüber donnern. Ich sage euch ehrlich, ich freue mich schon, wenn wir wieder Dingens machen können. Wenn wir wieder Allmissionen machen können. Da freue ich mich wirklich drauf. Das wird anders schallern. So. Bei uns geht so ein bisschen die Einnahmequelle aus. Dennis, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Hallo, hallo, hallo. So, das machen wir weg. Dann machen wir einen rein. Zack. Dann können wir das hier auch gleich machen. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, in der heutigen Folge, also am Montag, habe ich einen Kommentar bekommen vom Yogi. Der Yogi hat unser Video geschrieben, dass er sich wundert, wie ich so den Überblick behalte über die ganzen Produktionen und was gebraucht wird und so weiter. Ich glaube, das kommt einfach im Laufe der Zeit. Ich glaube, das kommt einfach so, ne? Ich soll ein Windrad setzen. Wo soll ich denn ein Windrad setzen? Was hat das denn für einen Grund? Das ist ja spannend, was du erzählst. Okay, das funktioniert. Passt. Ach du Heilige, was denn hier alles drin? Meine Güte, du. Okay, das läuft. So, das läuft auch. Es sieht nicht so aus, aber es läuft wirklich. Talano, danke dir für 15 Monate. Guten Abend. Grüß dich. Und der Lukas, danke dir für 20 Monate. Guten Abend auch dir. Hallöchen. Das läuft noch. Okay. Wir müssen los. Dobby, es geht los. Ah, wir nehmen aber den anderen, glaube ich. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gehört, den Song. Immer noch gut, ne? Von dir grüß dich, hallöchen. Ja, gut. Muss ich mir mal auf meine Playlist setzen. Ich habe mir zwei da Shepard hat Geld an die Windräder. Joa. Was verdienst du denn am Tag? Hau mal raus in Zahl. Welsheim, grüß dich, ja wunderschön. Grüße, Grüße, Grüße. Speichern und trinken, da sagst du was. Ich habe nichts zu trinken hier. So, dann machen wir mal die Rundbällchen. Rundballen waren, glaube ich, 125 Zentimeter, nicht? 108, 150... 125. Die Stimme geschmeidig. Alles gut. Kannst du ein deutsches Hackschnitzel in die Sesselfabrik fahren lassen? Wie steht laut dem Produktionshut? Schauen wir gleich. Schauen wir gleich nach. Ich muss erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen. Oh, guck mal. Das sind einfach nur Luzernheuballen. Tipptopp. Weil hier wird nämlich wieder blockiert. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Weil ich habe mir gedacht, der Grober kann es nicht sein, ne? CP. Und die Drescher laufen auch. Von dem her kann es nur er hier sein. Wir frühstücken mal ganz fix das Vorgewände weg. Aber das mit dem Deutsch und dem Krampe ist tatsächlich keine schlechte Idee. Also nicht optimal. Wir könnten es auch mit dem LKW machen, der gerade Schweinefutter holt. Der hier, glaube ich, ist das sogar, der gerade vorbeigeflitzt ist. Mit dem können wir es auch machen. Das müsste auch klappen. Da bekommen wir auch ein bisschen Menge voran. Wäre vielleicht sogar die bessere Idee, glaube ich. Den Käse können wir auch zum Sehen losschicken, ist richtig. Wir haben noch eine weitere Seemaschine, haben wir. Wir haben noch Seemissionen offen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Helfen wir mal ganz kurz. Haben wir unsere Felder denn bestellt? Ich glaube, wir hatten letzte Woche, hat man das ein bisschen aktiver gemacht, das Ganze, ne? Steffen, moin, moin, grüß dich, hallöchen.
So, hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Aber wie viele Ballen liegen denn hier? Bist du wahnsinnig? Feld 1 muss bestellt werden. Bei Amazon. Den verstehe ich nicht. Den verstehe ich nicht. Okay. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, was wir ansehen wollen, weil ich, das habe ich natürlich wieder vergessen, ne? Logisch. In der Aufnahme, natürlich. Wir sind schon in der Donnerstagsfolge, Steffen. Guck mal auf den Tacho. Wir haben schon geleistet heute. Wir haben schon abgeliefert. So. Kommen auch ein paar Ballen zusammen, ne? So ist er nicht. Und Simon, danke dir für dein Gift-Sub an Eicher ist cool. Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen, meist im Häcksel, ne? Bin ich klippe mehr. Ich, so dunkel weiß ich es noch, dass ich mal drüber nachgedacht hatte. Wobei, ich hatte auch schon mehrere Sachen nachgedacht, das muss ich auch dazu sagen. Aber nicht so schlimm, es läuft ja nichts weg. Wir sammeln das hier mal auf. Dennis Jesberg, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Bester. Hallöchen. Siehst du, das lobe ich mir. Das lobe ich mir. Eigentlich ist cool, sich auch bedanken für den Sub. Das lobe ich mir. So, den fahren wir mal kurz hier hin, weil wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Und Skaldi, grüß dich, Hallöchen. Nee, du hast Rüben weggebracht. Du warst der Falsche. Den können wir nicht auch mal aufräumen, ne? Warum steht denn der hier noch rum? Fragen, die keiner beantworten kann. Es ist mega, dass du ohne Bank bei dem Spiel schon so weit bist. Echt klar. Ja, man muss es halt... Also ich glaube, ich erfinde es jetzt nicht als schwierig, ehrlich formuliert. Es ist nur ein Geduldsspiel. Ich habe es so oft mir gedacht, jetzt komm, nimm doch mal 100.000 auf. Schnell, weißt du? Halte es gleich wieder zurück. Und es ist nur diese Müdigkeit zu haben. Das ist Gift. Das ist einfach Gift. Weil wenn du weißt, du kannst 100.000 nehmen, dann kannst du auch 200.000 nehmen. Dann kannst du auch 300.000 nehmen, weißt du? Und das ist einfach Gift, weil das wird dann irgendwann so groß, dass du es einfach nicht mehr bezahlen kannst. Dann heißt du Agrarsascha und hast 3 Millionen Schulden, weißt du? Das ist schwierig. Wie sieht das mit dem Frühlingsprojekt aus? Läuft das noch? Ja, natürlich läuft das noch. Aber ich habe momentan keine Zeit für die Aufnahme, deswegen. Du hast ja noch ersten Folgen Kredit. Also ich glaube, es kann... Es wurde mir auch schon mal geschrieben. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Das ist 500 Folgen her, ne? Weiß ich nicht mehr. Aber es kann gut sein. Aber, also soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, habe ich mich sehr häufig dagegen ausgesprochen, Kredit zu nehmen. Da muss es schon wirklich arg gefehlt haben. Du kannst auch alles ohne Kredit erreichen. Das ist, es dauert nur länger. So. Unterm Strich bist du sogar billiger ohne Kredit. Unterm Strich, weißt du? Aber da muss halt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das kann ich nie für andere übernehmen. Ich für meinen Teil, wenn es im nächsten LS-Teil eine NF-Marsch geben sollte und ich darauf Bock hätte, dann würde ich es wieder so machen wie jetzt. Würde ich es genau wieder so machen. Ich finde da nichts Schlechtes dran. Zeige ich euch, wie es ist. Aber bis jetzt haben wir noch nicht mal einen neuen LS angekündigt bekommen. Von dem her. Hat noch Zeit. Nicht ist drauf, nicht! Helfe Evil blockiert, Helfe Evil blockiert. Oh nein, da ist irgendwas im Tun. Ach, hier war der große Steinsammler drauf, ne? Richtig oder richtig? Hier war der große Steinsammler drauf. Ja, ja. So, 4 Vorgänge ist vielleicht ein bisschen doll. 3 müssten auch reichen, ne? Meint ihr einen Kredit oder nur einen negativen Kontostand? Naja, es ist mehr oder weniger dasselbe, wenn wir ehrlich sind. Also einen negativen Kontostand hatte ich auch schon hier. Hatte ich hier, das brauche ich gar nicht schön reden. Ich hatte auch schon einen negativen Kontostand hier. Das Problem ist nur, bei der Spielweise, die ich habe, ist ein negativer Kontostand gar nicht gut. Gar nicht gut. Weil dann fallen alle Helfer aus. Dann hast du richtig, dann hast du die Arschkarte. Das muss man wirklich sagen, ey.
Den Gebrauchsturm haben wir heute schon mal nachgeguckt. Gucken wir nochmal rein. Nichts Besonderes. So, wird blockiert. Ach nö, der böse Ballen. So, wo ist unser Schweinefutter-Experte-Lieferant? Da ist er doch. Du hast abgeladen. Weißt du, was du machst? Wo müssen wir die Hackschüssel hinbringen? Wer hat das vorhin nochmal geschrieben? Wer hat das vorher geschrieben? Mit den Hackschüsseln? Wir hätten jetzt den Zellstoff. Dankeschön. Oh, das ist ja ein kurzer Weg tatsächlich, ne? Ich habe gedacht, die gehen weit weg. Aber gut, lass machen, weil dann haben wir das Ganze erledigt. So, warte mal. Du nimmst mir vom Silo-Lager abholen in die... Warte. Zellstoff muss ganz unten sein. Fast ganz unten. Zellstofffabrik. Schütt gut. Und da machst du... Hackschnitzel. Das machen wir aber öfter. Das machst du so lange, bis es nicht mehr geht. Weil das ist wichtig. Das muss passen, ne? Raphael, grüße dich. Mir geht's gut. Dankeschön. So, du machst das hier ordentlich. So, sagen wir mal, du machst das ordentlich, ne? Das Gewicht haben wir schon lange angekuppelt, Raphael. Haben wir schon lange gemacht. Arbeit beendet. Sehr schön. Sowas höre ich gerne. Gib wieder Geld für den Papa. Ja, 5000. Roman, sind wir fertig, ne? Ist das so richtig? Roman, sind wir fertig. Du kannst nach Hause, mein Freund. P. Nein, ich will doch nur das zumachen. Parken. Parken 1. Los geht die wilde Fahrt. Bus raus. Fertig. Gut, hier wird gesät. Hier machen wir Mais, ne? Haben wir gesagt. Passt. Wo habe ich denn Dobby? Komm mal ran, Dobby. Wir müssen da nochmal was aushaben. Warum macht er denn so komische Dingens hier? Wo will er hin? Also eine 16-fach würde ich nicht spielen. Sag ich euch, wie es ist. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich die spielen würde. Nee. Muss auch nicht alles spielen. Da kann ich auf der Wild West und so weiter spielen. Das ist ja auch groß, 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 groß. Ich weiß jetzt aber tatsächlich auch gar nicht, wo diese Idee mehr herkommt, dass die Mapper immer größer, größer, größer bauen. Aber hier muss jeder selber wissen, ne? Aber das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen Geld reinbekommen, weil 150.000 werden über Nacht nicht reichen, glaube ich, ne? Gute Nacht, Apfel. Ja, das, so wird das aber auch nichts, ne? Wenn die Leute hier alle rumstehen. Da bekomme ich hier Plack. Komm mal mit, wir gehen mal eine Runde. Warum ich das so mache, ist eigentlich logisch. Weil wenn ich nämlich mich ins Fahrzeug reinsetze und den Helfer ausmache, ist die Frucht zerstört. Wenn ich ihn nur so nehme und drüber fahre, passiert genau nichts. Ist er jetzt hier im Weg? Kannst du nicht ausdenken, ne? Kannst du nicht ausdenken. Ist er wahrscheinlich immer noch im Weg. Ich bin auch der Meinung, die Vierfach reicht mir komplett aus. Wie sieht es mit den Kühen mit der Reproduktion aus? Ist eine gute Frage. 70. Wie viel gehen nochmal in den Stall rein? Sind das 1000 Tiere? 1000 wahrscheinlich, ne? Was passiert denn dann mit denen, die. Was passiert denn dann mit den 200, die zu viel sind? Weil 400, 400 sind 800 und 200 sind 1000. Also geht da nicht alles rein. Auch eine gute Frage, ne? Kasse gehen, ja, ist richtig. So, hier müssen wir nichts mehr machen. Es läuft momentan. Was ist denn jetzt schon wieder blockiert? Ach, du gehst mir ein bisschen am, ne? So ein bisschen gehst du mir auf den... Mhm. Was machst du denn hier eigentlich? Das habe ich nicht ganz verstanden. Machst du nochmal ein Vorgewende, oder? Was ist denn seine Mission? Sind dann futsch, ja, haben wir gedacht. Also Schweinefutter ist... Doch, guck mal, das passt sogar.
Was haben wir denn hier gemacht? Aber wir haben schon ein paar Schweine, ne? So ist nicht. Gut, da gehen natürlich 1000 Schweine rein, ne? Holy shit, Alter. Ich hätte ja Bock, wenn ich euch das mal ganz kurz erklären oder zeigen will. Ich hätte ja schon Bock. Ist Simi da? Simi, bist du da? Simi hat immer gejammert. Wir brauchen Hühner, wir brauchen Hühner. Ich hätte schon noch Bock auf Hühner, muss ich sagen. Weil Hühner wäre mal, habe ich, glaube ich, auf der Marsch noch nicht gehabt. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Hackschnitzel, ja, wir haben ein bisschen Hackschnitzel, das kann man so sagen, ne? Oh, wir haben, ehrlich, guck mal hier, bester Monat, Januar, Januar, Januar. Wir haben Januar, ne? Also wir können uns überlegen, dass wir da vielleicht... ...73 Leerpaletten. Kompost. Das bringt nichts, das bringt auch nichts. Was ist denn hier? Mineraldünger. Das sind allein schon 250.000, ne? Allein wenn ich den Dünger jetzt verkloppe. 250.000. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, der Kurs passt nicht. Guckt ihr das mal an, das passt doch von wo bis hinten nicht. Das passt nicht. Da hat mir wieder jemand einen Blödsinn gesagt. War das doch er hier? Okay, okay. Dann haben wir noch den hier. Gut. Keiner von den drei Kursen, die wir haben, passt. Ehrlich. Lieben wir. Lieben wir. Dann müssen wir mal ein bisschen hier das alleine machen, ne? Muss aber ein Schwaderkurs sein. Ja, dann haben wir ihn nicht gespeichert. Aber wenn du mal guckst. Feld 9. Sind wir hier. Wir haben einen Schwaderkurs hier. Laden. Der passt nicht. Guckst du an. Der passt von vorn bis hinten nicht. Also nicht nur noch ein bisschen nicht, sondern der passt überhaupt nicht. Was eigentlich schade ist. Ich war der Meinung, wir hatten ihn gemacht. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, dass auch die anderen Sachen hier alle noch weiterlaufen. Wir können mit dem so ein bisschen Dünger verkaufen, glaube ich. Wo gibt denn der Dünger am meisten Geld momentan? 80.000, der fährt ja zweimal zum Hafen. Ja, können wir doch machen, oder? Im März wird es mehr geben, aber es ist auch überschaubar. Es ist überschaubar. Düngerfabrik abholen. Jo. Aber wir werden aber noch... ja, ein bisschen Dünger, glaube ich, haben wir sogar noch. Von dem her ist es nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Fermenter, bla bla bla. Verkauf... Nein. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Das hier läuft super, muss ich sagen. Kann ich mich nicht beschweren. Er bringt noch Hackschnitzel hin und her, das läuft auch. Gut, meine Damen und Herren, für heute lassen wir es wieder gut sein. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne morgen wieder, wenn ihr wollt, zu einer weiteren Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis morgen, macht's gut. Bis sie. Bye, bye.